Was machst du? Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin im Moment sozusagen Privatmann. Ich kümmere mich ein bisschen um meine Familie und um meinen Nachwuchs, der hoffentlich bald kommt. Und ja, und fange jetzt im November an mit der B-Lizenz. Habe dann Gott sei Dank in diesem Jahr noch einen Platz gekriegt für die Trainerausbildung. Ist gar nicht so einfach, also die Kurse sind voll. Ja, und dann schauen wir mal. Muss ich erstmal auch ein bisschen als Trainer arbeiten ein Jahr, um dann im nächsten Jahr dann auch wieder die A-Lizenz machen zu können. Also B-Lizenz machst du hier in Hamburg? Nein, die B-Lizenz kann man nicht mehr in Hamburg machen, auch in ganz Norddeutschland nicht mehr. Die mache ich in Kaiserau. Das ist ja unglaublich. Ja, habe ich erst mal gut gehabt. Ich habe meine B-Lizenz noch in Hamburg machen dürfen. Ja, ich kenne die Zeiten auch noch, wo es die B-Lizenz in Hamburg gab und in Basinghausen wurde sie dann noch abgenommen. Aber das ist jetzt vom DFB jetzt so umstrukturiert, dass du ein bisschen in den Süden reisen musst. Ja, genau. Wenn du jetzt so ein bisschen Abstand vom HSV genommen hast, hast du bestimmt schon, wie betrachtest du die ganze Geschichte, wie sich das entwickelt hat? Ja, es ist natürlich schwer, Abstand zu gewinnen. Ja, also es waren 10 Jahre für mich als Spieler und als Funktionär. Das ist natürlich eine lange Zeit. Und ich wohne ja noch in Hamburg und bleibe natürlich auch hier wohnen. Und es ist natürlich schwer, Abstand vom HSV zu gewinnen, weil du verfolgst natürlich jeden Tag die Schlagzeilen und was passiert und so. Und ich weiß natürlich selber aus eigener Erfahrung auch, dass es ja nie ruhig wird beim HSV und dass immer was passiert. Bin jetzt froh, dass die Jungs jetzt gegen Braunschweig so überzeugend gespielt haben und auch gewonnen haben. War ein gutes Spiel. Hoffe, dass es sportlich jetzt so weiterläuft. Hoffe es für den Trainer und für die Mannschaft und für das ganze Umfeld, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich weiß, dass es wahrscheinlich eine Illusion ist, aber ich hoffe es trotzdem. Ja, bin ja ein Optimist. Ja, und verfolge das Geschehen dann halt mehr aus der Beobachterperspektive und genieße einfach im Moment die Zeit, in der Fußball jetzt gerade zum ersten Mal in meinem Leben eine Nebenrolle spielt. Alles klar.